12. Szene. Ein liederliches Apartment. Und da steht weiter. Ich will große Rachetaten an denen vollführen, die sich da weigern, die selbst gehäkelten Rollkragenpullover der Mütter meiner Brüder zu tragen. Und mit Grimm werde ich sie strafen, dass sie erfahren sollen, ich sei der Herr, wenn ich meine Rache an ihnen vollstreckt habe. Oh, Scheiße, Scheiße, verflucht. Vincent, er nicht. Oh Gott, verdammt nochmal. Wieso denn nicht? Hängt dein Penis in seiner Klaut, oder was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Mach dich nicht lächerlich. Ich weiß aus gesicherter Quelle, dass er sich gern mit dem Aufklappbilderbuch beschäftigt hat. Ich geht, ich geht, ich geht. Dann sag ihm wenigstens, er soll aufhören rumzujammern. Er geht mir auf die Nerven. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Marvin. Scheiße, Scheiße. Marvin. Holy moly moly. Marvin, ich würde an deiner Stelle mit dieser Scheiße aufhören. In dem Moment schießt ein nackter Mann aus dem Bällchenbad empor. Verreckt, ihr verdammten Wichser. Verreckt. Der Mann schmettert mehrere Bällchen auf Jules und Vincent, die teilweise verfehlen, teilweise an ihren Anzügen abprallen. Erstaunt schauen sie an sich herab, zücken ihre Knarren und... Warum zum Teufel hast du uns nicht gesagt, dass noch jemand im Bällchenbad ist? Ist es dir entfallen? Hattest du vergessen, dass dir jemand die Eier krault, während du bei Facebook bist? Nun schau sich das mal einer an. Wir sollten mausetot sein, Mann. Wenn er uns auch nur einmal mitten ins Gesicht getroffen hätte, hätten wir vor Schreck unkontrolliert rumballern und uns gegenseitig über den Haufen schießen können. Ich weiß, wir hatten Glück. Nein, 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 nein. Das hat mit Glück nichts zu tun. Ja, vielleicht. Das war göttliche Vorsehung. Weißt du, was göttliche Vorsehung ist? Ich, glaube schon. Gott persönlich ist aus dem Himmel herabgestiegen und hat die Gestalt des Bällchenbads angenommen, auf das dessen Munition uns verfehle. Das ist richtig. Das ist genau das, was es bedeutet. Gott persönlich ist aus dem Himmel herabgestiegen und hat die Gestalt des Bällchenbads angenommen, auf das dessen Munition uns verfehle. Ich denke, wir sollten so langsam gehen, Jules. Tu das nicht! Was hier gerade passiert ist, war ein verdammtes Wunder! Ich bin ganz bei dir, Mann. Ich will, dass du es anerkennst. Tu ich doch. Es war ein Wunder. Unsere Kindeskinder werden noch mit Lampions durch die Straßen laufen, um die Bällchenbadwerdung Gottes zu zelebrieren. Wie kannst du nur? Wir sollten verdammt nochmal tot sein, Mann. Aber da Gott was dagegen hat, sind wir... Wenn Gott nichts dagegen hat, würde ich gerne Biege machen, bevor die Bullen kommen. Scheiße, nein! Er hat nichts dagegen, Mann. Jules und Vincent verlassen das Apartment, wobei Vincent den verheulten Marvin hinter sich her schleift und mit auf seinen E-Scooter nimmt. Die Knarre in der Hand fährt er einhändig Schlangenlinien. Kannst du dich nicht einmal zusammenreißen? Zu zweit ist gefährlich genug. Warum so besorgt? Ist Gott nicht auf unserer Seite? Was soll da noch passieren? Ja, ist er, aber... Ich bin mir nicht sicher, ob er sich in seiner schöpferischen Kraft ernst genommen fühlt, wenn du ohne ersichtliche Not einhändig fährst und damit gleich zwei Menschenleben aufs Spiel setzt. Ich habe eine verdammte Kanone in der Hand. Wie soll ich da bitte mit beiden Händen am Steuer... Fordere nicht heraus, Vince. Marvin, was hältst du von dieser Geschichte? Mann, dazu habe ich echt keine Meinung. Vincent dreht sich zu Marvin um und richtet beiläufig die Knarre auf ihn. Jeder hat doch eine Meinung dazu. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Ich meine, glaubst du, dass Gott vom Himmel runtergeklettert ist, um die Kontrolle über ein Bällchenbad? Scheiße, was soll diese verdammte Schweinerei? Oh Mann, ich hab Marvin ins Gesicht geschossen. Warum tust du denn sowas? Das war ein Unfall. Ich hab ja eine Menge verrückter Scheiße gesehen, aber das hier... Reg dich ab, Mann. Ich hab dir gesagt, das war ein Unfall. Ich bin wahrscheinlich... aus Versehen über den Hirsch gefahren, was weiß ich. Ich hab aber keinen verdammten Hirsch gesehen. Weil du zu sehr damit beschäftigt warst, darauf zu achten, dass ich keinen Mist baue. Tja. Scheiß drauf, Mann.
Wir müssen diesen Penner beseitigen. Weißt du, die Bullen werden misstrauisch, wenn sie eine verdammte Leiche mitten auf der Straße entdecken. Was zum Teufel tust du da? Lass uns ein paar YouTube-Tutorials reinziehen. Ich bin mir sicher, die können uns Schritt für Schritt erklären. Ich glaube kaum, dass es Videos darüber gibt, wie man einen nerdigen Kleinganoven handhabt, dem auf offener Straße ins Gesicht geschossen wurde. Jules schnappt sich Marvins Füße. Du ahnst ja nicht, was es alles bei YouTube gibt. Die schneiden dir mit einem Teppichmesser einen Batzen Naturseife in Streifen. Solange es genügend Trottel gibt, denen dabei einer abgeht, ist alles möglich. Mir würde ja einer abgehen, wenn du mit anpacken würdest. Komm davon ins Gras. Na schön. Ich werde Marcellus fragen, ob er eine Idee hat. Du willst ihm nicht wirklich eine PN schreiben, oder? Wer weiß, wann er die Scheiße liest? Schon klar, Mann. Aber ich mag halt nicht so gern telefonieren. Und weißt du, was ich nicht sonderlich gern mag? Instagram. Ins Gefängnis wandern! Scheiße! Marcellus, yo, wie geht's, Mann? Pass auf, du musst mir kurz zuhören. Ich stecke mit Vince verdammt tief in der Scheiße. Unsere Roller liegen mitten auf der Straße und, naja, wir haben Marvin aus Versehen ins Gesicht geschossen und wenn die Bullen das sehen, werden die ganz schön ausflippen. Na schon, klar. Natürlich werden die Bullen ausflippen. Das ist ja wohl nicht die Frage. Die Frage ist, flippen die total aus oder nur ein bisschen? Wir müssen uns darüber im Klaren sein, was für ein explosives Element diese Bullensituation ist. Wenn die kurz vor Feierabend sind oder mit einem Kollegen aufkreuzen, mit dem einfach keine vernünftige Konversation zustande kommt, dann werden die womöglich ziemlich gereizt sein. Und wenn die dann am Straßenrand jemanden entdecken, dem mitten ins Gesicht geschossen wurde, da weiß niemand, wozu die fähig sind. Na, das habe ich begriffen, Jules. Ich versuche mich nur in eure Lage hineinzuversetzen. Ich will nichts über unsere verdammte Lage hören. Die ist schlimm genug. Von dir will ich eigentlich nur eins hören. Du hast kein Problem, Jules. Ich kümmere mich um den Scheiß. Hol deinen Roller von der Straße, zieh einen durch und warte auf die Kavallerie, die jeden Augenblick kommen wird. Du hast kein Problem, Jules. Ich kümmere mich um den Scheiß. Hol deinen Roller von der Straße, zieh einen durch und warte auf Wolf, der jeden Augenblick durchklingeln wird. Du beauftragst Wolf? Den YouTuber? Willst du dich jetzt bessern, du Bastard? Hey, cool, großer Mann. Das ist alles, was ich hören wollte. Winston Wolf. 1,5 Millionen Abos. Der größte Kanal für Tutorials im gesamten deutschsprachigen Raum. Na, da geht mir ja voll einer ab.